So, hallo, grüße euch. Geht zwar noch mit diesen Heraustreten aus der Passivität und geistige Eindrücke, Teil 13. Es ist manchmal so, dass man einen geistigen Eindruck hat und etwas tun soll, aber noch nicht weiß, wie, viel Geld hat, die Möglichkeiten er hat, nicht weiß, für was es gut ist, sondern erstmal losläuft. Ja, und zwar ist der Schritt, den man da in dem geistigen Eindruck hat, immer einer, der zu bewältigen geht. Und ich hatte eben jetzt gerade eben wieder den Eindruck, na, warum soll ich denn was über Passivität machen? Habe ich den geistigen Eindruck gekriegt, dass es jemand ist oder eine Gruppe von Leuten ist, die aus einer Gemeinschaft rausgefallen sind, also in einer Gemeinde, den sie den Stuhl vor der Tür gesetzt haben und jetzt momentan an einem Problem sind, dass sie loslaufen sollen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber ich bin eben in der Sache erstmal gehorsam. Und die zweite Geschichte, die mich aufgeregt hat, dass eben die Beleuchtung hier von der Kamera mich eben ständig geblendet hat und deswegen mich auch anstrengend, ich habe gerötete Augen gehabt. Und er sagt, dann macht ihr doch einfach mal anders Licht hin. Und ich sage, na was denn, ich kann da am Sonntag ja nichts kaufen. Dann guckst du mal in deine Regale, da liegen noch zwei Leuchtstofflampen, die machst du ran. Und siehst du, und wenn du diesen geistigen Eindruck erstmal machst, da fällt dir ein, na, du hast vor einem Jahr mal zwei Leuchtstofflampen gekauft. Aber liegen die? Ich habe Schnuck angemacht, seht ihr ja hier, mit dem Schatten hier an der Stelle, die zwei Lampen. Gut, jetzt ist das Licht auch ein bisschen angenehmer und da halte ich auch sicherlich länger durch. Das sind eben diese Dinge, wo man auf den geistigen Eindruck reagieren muss. Ja? Und da erkennt man eben, da braucht man auch nicht testen, dass das Bild einigermaßen gleichmäßig ausgeleuchtet ist. Sondern das ist sicher, wenn man solchen Eindrücken folgt, dann passiert das auch einigermaßen, dass das dann auch passt und dass man dann wieder anfangen muss mit Bauen und mit Rückschlägen. So, ist also vorbereitet. So, und dann hängt es eben davon ab, in welchem Grad man das ist. Also wenn man neu anfängt, kriegt man ja vorneweg erst einmal nachts einen Traum, wo man eine gewisse Situation träumt, die man nicht einordnen kann. Aber sie ist erstmal, ich sag mal, nicht gar so skurril, dass man nicht sagen kann, das hätte passieren können. So, das passiert beim Anfänger, also ab, wo es wirklich ein frisch getauft ist und dann erstmal zum Laufen kommt, zwei oder dreimal wird die gleiche Situation geträumt. Ne? So. Und dann, irgendwann 14 Tage später, geht das los, dass der im realen Leben genau das erlebt. Und er merkt immer dann, wenn er in die richtige Richtung läuft, dass dann wie so ein Segenstrom kommt. Ne? Wo er merkt, hey, jetzt fängt er an zu kribbeln und ich habe hier überall durchläuft das wie so ein Energiefluss. Und da merkt er, wenn er weiter in die Richtung läuft, wird er stärker und wenn er zurückgeht, wird es schwächer. Ne? So, erkennt er den Comic hier mit dem Eselskorn, ne, wo da so eine Mohrrübe vorne dran hängt und der Esel dann nur die Mohrrübe da nur haben will und deswegen den Korn zieht. Ja, dieses Comicbild. Aber so ist es nicht. Es werden zwar solche Mohrrüben aufgehangen, aber die kann man einsammeln. Ne? Also es ist, wenn man gewisse Dinge einfach mal macht ohne wieder zu hinterfragen, es einfach mal tut, dann kann man eben diese, wie so in einem Adventure-Spiel, wo da immer Schlüssel oder irgendein Schatz versteckt ist, so, das kann man dann einsammeln. Das sind entweder Segnungen, die man im praktischen Leben gebrauchen kann, oder eine Freischaltung von zusätzlichen Gaben, ne, die man natürlich dann auch wieder zum Wohle der Allgemeinheit einsetzen sollte. Also die darf man dann auch nicht verkramen, die muss man dann auch nutzen. So, beim Fortgeschrittenen sieht das so aus, dass er einen geistlichen Eindruck kriegt, der ein bisschen surreal ist, der eine Herausforderung ist, der ein gewisses Spottpotenzial hat, also wo man sich zum, ordentlich zum Robot macht, wo man vielleicht auch nicht die innere Festigkeit hat und das Wissen hat, was geht und was nicht geht. So dass man also auch immer ja, eine Watschen fängt. Ne? Das sind eben das dient ja dran, jemanden runterzumachen oder dass er nur in eine Falle reinläuft, die nur gerade frisch aufgestellt und alle, die drumherum stehen, freuen sich, wie man da dort reinläuft, wie bei Verstehen Sie Spaß. Sondern das dient dazu einfach, damit man später selbstständig die geistlichen Eindrücke richtig bewertet und die richtigen Schlussfolgerungen zieht. Ne? Das dient dem. So, und im Meistergrad ist es eben dann so, dass die Anforderung steht, eine konkrete Not abzuwenden. Also da wird dann nicht mehr getestet, ob man da jetzt nur 1000 Fragen hat und soll ich das machen, das ist doch so blöde und peinlich. Im Meistergrad ist man ja da drüber weg. Ne?
Dann kriegt man eine Aufgabe, kriegt ungefähr eine, also manchmal bloß eine Zielstellung, was man am Anfang nicht versteht. Und während man es dann tut, wirklich tut, dann kommt die Erklärung nach. Ne? Weil es ist eben so, wenn man ein gewisses Level dann eben auch erreicht hat, und das muss man eben auch, muss eben irgendjemand auch mal erklären, deswegen ist es wahrscheinlich die Aufgabe, dass ich das Video jetzt ja machen soll, dass man, wenn man ein gewisses Level einmal erreicht hat, also man hat man 10 Jahre in der Gemeinde gedient und Seelsorge gemacht und so weiter, dann hat man ein gewisses Anfangsniveau, wo gewisse Dinge einfach vorausgesetzt werden. So. Und wenn man dann weiter an der Sache wächst, dann werden gewisse Dinge nicht immer grundlegend neu hinterfragt, sondern der hat das begriffen und verstanden, wie das funktioniert. Und da fängt ja an, wenn er den Level schon einmal erreicht hat, dann ständig zu fragen, wieso und weshalb gerade ich, sondern da wird eben erwartet, dass man das einfach erstmal macht. So, und das zu verstehen, ist eben für Leute, die außerhalb einer Gemeinde stehen, eben grundsätzlich schwierig, weil denen fehlt eben die Anleitung, den nächsten Schritt zu machen. Wichtig ist aber, dass in so einer Situation, wenn man geistliche Eindrücke hat, und es ist völlig egal, ob man Christ ist oder ob man Altgermane ist, es wird eben die Situation gezeigt, na, man versteht sie nicht, die wirkt auf einen, und dann erlebt man Situationen im Alltag, die eine Erklärung zu dieser Situation sind. Und wo man jemanden trifft, der einem das entweder erklärt oder in eine Situation eintritt, die auch ähnlich surreal ist, wo man sagt, das passt ja genau zu dem, was ich letzte Nacht geträumt habe oder den geistigen Eindruck, den ich jetzt gerade beim Kaffee umrühren hatte. Und da weiß man, dass man dort an dieser Stelle etwas lernen kann. Das sollte man dann auch machen. Und ich habe mich immer schwer getan, die Dinge aufzuschreiben. Also ich hatte am Anfang immer den geistigen Eindruck, ein Tagebuch führen zu müssen. Und es gibt nichts, was ich mehr hasse als ein Tagebuch. Es ist meiner Ansicht nach etwas ganz Furchtbares. Und aus diesem Grund habe ich eine Lösung gesucht und gefunden, die das ein bisschen ersetzt, indem ich einfach ja, gewisse Dinge niedergeschrieben habe in einem Blog oder jetzt eben im Video, damit das nicht verloren geht. Ne? Ich bin ja auch noch im Lernen. Es ist ja nicht so, dass ich das alles habe, sondern ich habe viele Sticker schon, ne? Aber ich habe noch nicht alle. So, und ich merke, wenn ich dann nachlasse, wenn ich dann längere Zeit auch mal ein bisschen Ruhe brauche, dass ich mir dann den letzten Level auch noch mal holen muss. Passiert. Ne? Es ist einfach so. Es sind mitfolgende Zeichen. Also du siehst, das Aufhängen der Mohrrüben hängt mal kurz aus, wenn man auch eine Ruhe hat, ne? Eine Ruhephase hat. Und Ruhephase ist auch mal gut, man muss auch mal in Klausur gehen. Es gibt auch manchmal Zeiten, ein halbes Jahr oder so, wo in das tägliche Leben einholt, wo man in einer Stresssituation ist, wo man einen Trauerfall hat, was auch immer in der Familie passiert, wo man erstmal vom Leben eingeholt wird, wo man da auch erstmal reagieren wird, wo man auch nicht sauer sein darf, dass gewisse Dinge dann auch erstmal zurückstehen. Das ist eben so. Ne? Es ist eben anders wie bei den Satanisten, wo eben, ich sag mal, die von ihrem satanischen Geist gepackt werden und getrieben werden und da auch nicht mehr raus können und dann aussehen wie so ein ungeflecktes Grab, weil sie nachts überhaupt nicht mehr schlafen. Sondern das ist hier, ist ein freiwilliger Dienst. Einfach anderen Leuten zu helfen, nützlich in der Gemeinschaft zu sein und die Gaben, die man hat, eben auch anzuwenden und das reifen zu lassen. Ja? Ja. Kein Fall die Dinger vergraben, wenn man eine Gabe hat, oder meinetwegen prophetische Gabe, was auch immer. Es gibt ja viele, die das haben, auch Kraftgaben geben. Da gibt es ein Buch, das nennt sich Die Farben deiner Gaben. Müssen wir einfach mal bei Amazon gucken. Ich habe jetzt die Nummer nee, im Blick. Aber es ist ein Buch, wo so drei Farbkreise sind vorne dran, die sich ein bisschen überschneiden. Und das gibt nur das Buch zum Ende. Dort sind sie beschrieben. Allerdings ist natürlich diese Aufmachung ja wieder für die evangelisch-katholische Kirche zugeschnitten, mit gewissen Abschnitten, Quatsch, Abstrichen. Und dort muss man eben da ein bisschen querlesen. Aber zumindest ist es eine gute Einführung. So. Es ist auch so, dass nicht jeder alles hat. Und es ist aber so, dass man in der Regel drei verwertbare Gaben hat und ein bisschen Zugabe. So, das dient einfach dazu, dass eben nicht einer hier sich vorkommt wie so ein Guru, sondern dass das alles ein Geschenk ist. Ein Geschenk, was nicht aus einem selber kommt, sondern was man eben zusätzlich noch dazu gekriegt hat. Eben dieses Wissenspaket, was man sich eben nicht angelesen hat, auch nicht mal im Internet aufgesagt oder Film gesehen, oder? Sondern das ist etwas Neues. So.
Und ähnliches Ding ist einem auch, wenn jemand eine bestimmte Gabe hat, die hat er einem nicht gelernt, hat er ein Buch gelesen oder so, das ist dem in dem Moment freigeschalten worden. So. Und jetzt ist es natürlich so, dass natürlich Altgermane in seiner alten Lehre natürlich dieses Wissen nicht hat. Also der denkt eben, ich habe jetzt hier eine Erscheinung vom Ragnarök oder von Irminsul oder was auch immer. Ne? Und da kann er das nicht einordnen und da versucht er dann in alten Büchern zu lesen, bis dann irgendwann klar ist, das, was ich erlebe und das, was ich erlese, passt nicht zusammen. Und dann fangen die an zu suchen. Und die Message ist also hier, dass es ein Geist ist, ja, das ist ein Geist des Schöpfers, der uns am Leben hält. Hat jeder den Geist Gottes in sich, wird er sofort umfallen. Ja? Weil mit dem rein Aufeinanderschütten der Materie würde das Leben, würde man zwar immer noch so aussehen, wie man aussieht, aber das wäre ein toter Körper. Ne? Das macht eben den Unterschied zwischen einem lebenden und toten Körper aus. Und dieser Geist, der die Materie ordnet und der den Atomen und den Blutkörperchen da sagt, wo sie hin sollen, dieser Ordnungsgeist ist eben aus dem toten Menschen raus. So. Ja, dann fällst du hier vom Stuhl, hast einen Zettel am Fuß und wirst zum Turnhaus getragen. So, da bist du nicht leichter geworden und noch nicht schwerer geworden, sondern es ist eben einfach das Ordnungsprinzip aus diesem materialistischen Körper raus. So, und da ist man halt tot. So, und dieser Geist, der wirkt eben rein. Ja? So, und da haben dann die alten Germanen, die hatten eben auch solche geistlichen Eindrücke. Die haben die dann versucht, das aufzuschreiben und sich zu deuten. Und da ist eben sowas entstanden. Aber es ist eben nicht, das weiß ich als letzter Schluss, sondern es liegt einfach daran, dass eigentlich diese ganzen Gaben, die es gibt, diese 30 Gaben, die sind ja eigentlich mal für das Volk Gottes vorgesehen. Aber was machen die? Die machen bösartige, man muss schon sagen, bösartige Finanzgeschäfte, überziehen die ganze Welt mit Krieg, indem sie zum Beispiel die USA als Kriegstreiber einspannen, weil sie sitzen ja in Mehrheit im US-Kongress. Ne? So, ich rede jetzt von Zionisten, es geht nicht um Juden, es geht um Zionisten. Zionisten sind bestimmte Schlagmenschen, die im Talmud der Meinung sind, dass das, was dort ist, von Gott wäre. Ist aber eigentlich satanisch. Und die instrumentalisieren andere Staaten oder ihre Gremien, spielen ihre Macht aus, ihre Reichtum und weiter und richten in der Flatrate Schaden an in der Welt. So, und fühlen sich dann noch gut und als Herrenmenschen und alle anderen werden eben als Tiere und Untermenschen betrachtet, denen man also grenzenlos Schaden zufügen kann. So, das ist eine satanische Lehre, ganz einfach. Und wenn die das nicht begreifen, werden die irgendwann vom großen Zampano gestoppt. So, den einen oder anderen wird es dann einmal aus der Bahn werfen. Da wird eben dann das Liebste sterben an Krebs, an Unfall, was auch immer. Und dann werden die zur Vernunft kommen. Und anders funktioniert eben diese Welt nicht. So, es hat ja jeder in einer gewissen Bewährungszeit auch die Möglichkeit, dass er den einen oder anderen erstmal lernen muss, weil er eben aus einem anderen Kulturkreis kommt und weil er das bestimmt nicht begreift. Aber die Erfahrung, wenn die immer da ist, dann muss man eben dann mal die Schritte tun und da auch mal weiterlaufen. So, und ähnlich ist es eben auch bei den Altgermanen. Die haben eben auch diesen kulturellen Einfluss, da ist der Nimrod. Ich habe da auch in dem letzten Video das vielleicht auch nicht ganz so deutlich erklärt. Also, vor dem Sündenfall war die Menschheit eben nur noch böse und schlecht und hat die Tiere und die Umwelt zerstört und was weiß ich. Und es hat das Zusammenleben der Menschen auch nicht mehr funktioniert. Das war dann irgendwo der Schlussstrich. So. Und der als erster wieder damit angefangen hat, diesen alten Dreck wieder auszugraben und weiterzumachen, das war eben dieser Nimrod. Der hat eben das, was ursprünglich zu dem Sintflut, zu der Sintflut-Situation geführt hat, wieder ausgegraben und weitergemacht und viel schlimmer gemacht. Aber Gott hatte eben dem Noah auch das Versprechen gegeben, dass er eben so eine Katastrophe nie nochmal über die Menschheit bringt. So. Und man kann aber, wenn man die Offenbarung noch gelesen hat, erkennen, dass es eben in der Offenbarung eben wieder zu diesem zerstörenden Erlebnis kommen, dass diese Apokalypse da reinbricht. Und im Prinzip ist es ja ein Brechen des Versprechens, was Noah mal gekriegt hat. Anders kann man es ja nicht interpretieren. Ne? So, und weil das eben so ist, steht eben dann auch, naja, und wenn das aber so passiert ist und so vorgesehen ist, dann gibt es ja gar keinen mehr, der hier gerecht ist. Also wenn Gott selber sein eigenes Versprechen bricht, und eben nochmal die Menschheit vernichten will, dann
kann er ja nicht mehr Weltenrichter sein. Und da hieß es ja dann Offenbarung 5,5, wer ist denn dann noch da? Und dann steht eben da, das ist eben da Jesus, derjenige ist, der dann dieses Weltgericht macht. Und das ist eben das, was eben nach diesem Antichrist dann eben passiert, dass eben die Menschheit dann zweigeteilt werden soll. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Wie gesagt, ich bin Wissenschaftler, ich lese das, sehe die Wahrscheinlichkeitskette, die hier aufgebaut wird, von denen, die alle schon richtig waren, und kann einfach nur sagen, na, ich kann mir das nicht vorstellen, wie es passieren wird, aber wenn es passierte, will es mich nicht unverhofft treffen. Ja, das ist also meine Herangehensweise. So, und da muss ich immer wieder sagen, also wenn ich zum Beispiel das von Jona lese, ne, da widerstrebt sich meine rationale Seele, wie kann denn sowas sein, wie kann denn ein Mensch in dem Maul von einem Walfisch da überleben? Ne? Also dass die Katastrophe da auf der Ninive, ja, vielleicht dann durch seine Predigtkunst abgewendet wurde, das kann man ja alles noch erfassen. Aber das mit dem Fisch ist echt ein bisschen fett. So, und da hatte ich dann einen geistlichen Eindruck, und der geistliche Eindruck war, wie kommst du denn auf die Idee, dass die Jona-Geschichte in der Vergangenheit gespielt hat? So, da ist erstmal nichts zu sagen. In der heutigen Neuzeit ist so ein Walfisch, ja, leicht vorstellbar, ne? U-Boot, ja? Ist ein Walfisch und da kann ein Mensch aufnehmen. Das ist ein ganz normales Manöver, wenn ein U-Boot taucht, dass die ihre Taucher unter Wasser aufnehmen. So, also kann der Jona ein Prediger sein, der verfolgt wird und dann durch eine U-Boot-Aktion gerettet wird. Es gibt ja Kampfschwimmer und Taucher. Ja? Eckernförde brauchen wir bloß noch in die Ecke gehen. Ist ja nicht weit. So, also man muss immer sehen, dass die erste Idee nicht unbedingt alles erklärt. Ne? Und das kann Jahre später, kann Ihnen da eine Idee kommen. Ne? Du liest zum Beispiel in dem Jona, da gibt es da einen Rizinus, ne? Der da rausschießt und wo der da einen Schatten hat. Er sagt, Baum kann doch nicht innerhalb von einem Tag wachsen. Geht nicht. So, und dann machst du Urlaub am Ballermann und du siehst du dort diese Partyinsel, diese Aufblasbahn, die bläst da auf und dann kommt ein Wurm, da sticht das Ding und da fällt es zusammen. Und schön ist die Prophetie erfüllt. Dass sie das nicht in der Vergangenheit hatten, weil die vielleicht die Partyinseln noch nicht hatten, weiß ja keiner. Ja? So, und insofern geht es einfach nur darum, wenn eine Prophetie gegeben ist, dass sie einfach losgeht und sich erfüllt. So, und da hängt es einfach nur daran ab, ist die Wahrscheinlichkeitskette aus der Vergangenheit schlüssig, hat sie gestimmt und lässt sich das in der Zukunft erfüllen. Ja? Zum Beispiel ähnliche Geschichten, die mir immer wieder großes Kopfzerbrechen sind, ist eben dieser bittere Stern, der noch kommen soll. Das ist ja nur ein Ereignis, was noch nicht stattgefunden hat. So, und wo es eben heißt, dass ein Drittel der Tiere, ein Drittel der Pflanzen, ein Drittel der Menschen dabei drauf geht. So, und da sage ich mir, na, wie kann Gott so grausam sein, das zu machen? Ich weiß es nicht. Aber es wird sicherlich mit damit zusammenhängen, dass wir dieses Gleichgewicht auf der Erde für die vielen späteren Generationen, die noch kommen sollen, eben zerstört haben. Ja, das sind teilweise eben nach Nimrods Art Tierarten ausgerottet worden, weil man sich eben Gewinn versprach, sei es nun Nashörner, sei es Elefanten, was auch immer. Genau, diese Spezies Mensch ist eben das, das sind eben die typischen geistlichen Nachfahren Nimrods, ja, die eben sich hier auf der einen Seite Naturschützer sind und dann in einer Urlaubszeit nach Afrika fahren und dort Löwen erschießen und sich dann noch ablichten lassen und das dann noch im Kollegenkreis rumreißen, was ich vor 2 Jahren oder was im Internet gelesen habe, wo ich gar keine Worte finde, wie einer sowas machen kann. Oder dieses Video, was vor kurzem aufgedacht hat, wo sie eine Katze anlocken und einer dann mit dem Fuß gegen die Katze tritt und sich dann noch freut, wie die da durch die Gegend fliegt. Da kannst du den Keller gehen und den Hack nehmen. Aber es ist eben so. Die Menschheit ist noch näher an dem Punkt, wo sie in Einklang mit sich selber, mit seinem Gegenüber und mit der Natur leben kann. Weil sie es gar nicht anders wissen. Die gucken nur Fernsehen, sehen diesen ganzen Dreck, der von irgendwelchen Medieninstituten ausgedacht wird und halten das für normal. Es gibt ja keine Beziehung mehr, keine Seifenoper, die mit einer normalen Beziehung funktioniert. Ne? Da sind immer Extremcharaktere da, die aufeinander prallen. Und das sind immer komplizierte oder extrem primitive Beziehungen. Ansonsten scheinen die Seifenoper nicht zu funktionieren. Und wenn das den ganzen Tag läuft und die Leute, die keine Arbeit haben, den ganzen Tag diesen Dreck sehen, da fragst du dich nicht mehr fragen, warum die Beziehung zwischen Mann und Frau eben nicht mehr funktioniert. Ja?
Weil Kinder sich mal darauf besinnen haben, was haben wir für eine Aufgabe? Unsere Aufgabe ist, diese Erde zu bebauen. Ne? Also auch gewissen Tieren Ordnung beizubringen. Im Hund, dass er nicht überall hinscheißt. Eine Katze, dass sie ihr Katzenklo benutzt. Ein Affe, dass er sich benehmt. Ja? Ja, und gewissen Ungeziefer einem auch Einhalt gebieten. Das ist unsere Aufgabe. Und ein paar Beete anlegen, ein bisschen was anbauen, dass wir alle genug zu essen haben. Das ist unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht, eine Hochtechnologie zu bauen, die die Umwelt vergiftet und diese Welt an den Rand eines Atomkriegs bringt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wer auch immer die Idee hatte, sowas machen zu müssen, ist es einfach irre. So, und wir sind jetzt so weit, dass sich ganze Staaten gegeneinander verfeindet haben und es dafür gar keinen Grund gibt, außer dass man eben an der Waffenproduktion verdient, wo ich auch schon gesagt habe, ja, da muss man sich einmal die Produktion umstellen. Aber das sind dann die Probleme, die jetzt in der Endzeit kommen. Und ich gehe auch davon aus, dass es einen dritten Weltkrieg gibt. Die Frage ist nur, wo er ist und wie die Opferzahlen aussehen. Ja? Und ich gehe davon aus, dass es eben ohne diese Mörnertätigkeit, wie es eben auch im Offenbarung 9 wohl steht, ne, wo dieser Adler an dem Horizont fliegt, dass es eben nicht funktioniert. Ja. Und da konnte man sich damals nicht vorstellen, was dieser Adler, der da nur also auf der Mitte da lang fliegt, ne, was das sein könnte. Ne. Heutzutage ist das gar kein Problem. Es ist ein geostationärer Satellit, der eben auch außer Schweinkram und Seifenopern eben auch mal gehaltvolle Beiträge bringt. Das ist immer das christliche Fernsehen. Da blende ich aber mal das aus, was von der katholischen Kirche ist, sondern das, was eben sagen wir mal, die Freikirchen da installiert haben. Es gibt auch einige Fernsehsender, die ganz gut sind. Und eben auch Doku-Soaps, oder? Wo eben mal das Leben einfach nur dargestellt wird, wie eben die in Alaska, die Eisfischer oder die Baumfäller und was es da alles gibt und die Mythbusters und so weiter. Das sind alles Dinge, wo man eine ganze Menge lernen kann. Ja? Wo ich so sagen kann, da macht auch Fernsehen Sinn. Aber ich muss mir weder der Merkel ihr dummes Gelaber anhören, noch Sigmar Gabriels geistlichen Dünnschiss, muss ich alles nicht haben, sondern ich höre mir nur Leute an, die hier in dieser Welt was zu sagen haben. Das ist zum Beispiel Volker Pispers, einer von derjenigen, wo ich sage, da kannst du jeden Beitrag hernehmen. Das musst du einnehmen wie eine Medizin, weil du sonst in diesem Scheinsatzsystem verzweifelst. Aber wenn du eben solche Leute noch hast, die eben ja, an der Grenze des Möglichen arbeiten, ja, dann hast du eine gewisse Hoffnung, dass das, was du tust, nicht ganz umsonst ist. Und ja, es gibt ja auch einige andere, ja, Anstalt und so weiter, ne? Belzig. Die eben an der Grenze des Möglichen, was eben außerhalb dieser Mediendiktatur eben noch möglich ist, eben arbeiten. So, und da könnte ich irgendeinem Erzbischof, der Peggy da dumm kommt, mit irgendwelchen Behauptungen, die mit nichts belegt sind, da könnte ich ausflippen. Der Mann ist ein geistlicher Hirte, der seiner Gemeinde vorsteht und erzählt da irgendwelchen Schwachsinn. Ich finde da keine Worte. Er hat den Auftrag, Wahrheit zu sprechen. Und wenn die Wahrheit nun mal so aussieht, dass dieses Land ausgenutzt wird als Sozialamt der Welt, dann ist das nicht in Ordnung. Das ist nach der Bibel nicht in Ordnung. Und wenn er was weiß ich, 7 Jahre Theologie studiert hat, müssen doch irgendwann einmal die Stellen auch von Sprüche Salomo über den Weg gelaufen sein. Ne? Wo das ganz klar drin steht. Die muss er doch auch mal gelesen haben, oder Prediger Salomo. Ne? Ist einfach so. Und das kann ich nicht begreifen, wie man da so fehlgehen kann. Und mal abgesehen davon, dass eben die Ostergeschichte und die Weihnachtsgeschichte, die sie hier im Kirchenjahr aufdecken, ja nicht stimmt. Das haben wir ja im Teil 2 unserer Serie schon mal umfangreich erklärt. So. Und die Leute sind alle untätig. Die machen nur ihr Kirchenjahr, aber die bringen keinen geistlich voran. Das ist die totale Not an guter Lehre. Und ich kann es auch nicht machen den ganzen Tag. Ich habe sogar schon Mühe, dass ich von den Videos, die wir haben, die Untertiteltexte kriege, weil eben dort dieser Mangel ist. Weil die Leute eben sagen, ne, ich sitze zu Hause, was soll ich denn da machen? Die ganzen Kriegstreiber und die Finanzkrise und alles ganz furchtbar. Karl Marx ist tot und mir geht es auch schon schlecht. Ja. Wenn ich sowas höre, geht mir das Messer in der Tasche auf.
Es gibt immer was zu tun. Du musst deine Umwelt betrachten, musst sehen, wo ist der Mangel. Und dann gehst du einfach los und machst das, was du auf dem Herzen hast. Und das ist das Verfolgen von geistlichen Eindrücken. Und alles andere ist nur Gespinne. Ja? Ich habe zum Beispiel einen geistlichen Eindruck gehabt, ich sollte eine bestimmte Domäne registrieren. Einfach, da war ich irgendwo in normaler Alltagssituation. Da habe ich gesagt, hä, wie jetzt? Das kostet Geld. Ich habe jetzt auch, war ich noch Student. Ich brauche ja jeden Cent, um als Student über die Runden zu kommen. Und da war die Ansage, machen. Ne? Dann war ich einfach gewahrsam, habe das Ding angemeldet. Dann waren die 10 Euro, die ich eigentlich schon was anderes verbraten wollte, eben erstmal weg. Ich hatte es kaum gemacht. Wissen Sie, eine halbe Stunde oder eine Stunde später waren sämtliche andere Domänen, also org und net und so, weg. Ja? So. Ich habe auch nur die angemeldet, die ich angemelden sollte. Und da war, und ich hatte auch noch keinen Plan, was ich damit machen sollte. Aber ich war erst mal in dem Moment gehorsam. Und dann ging das los, dass na, wie soll ich sagen, diese christliche Bewegung eben so auseinandergebrochen ist. Also wo das dann losging mit diesen, na, mit diesen Verräterverträgen hier, mit der Großloge. Und plötzlich war das Erfordernis, dass ich meine Arbeit, ich hatte zu Flugscham, weiterführen musste. Ja, was habe ich dann gemacht? Da habe ich die angemeldete Domäne einfach dann mit dem Thema belegt. Und da haben wir dort weitergemacht. So, manchmal muss man einen gewissen geistigen Eindruck erstmal aufnehmen und tun. Und nicht alles dahinter fragen, ja, ich kann ne und ich hab ne und so. Und heute bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Und dann ist die Erklärung, was das sollte mit den Jona-Missionen, überhaupt erst mal klar geworden. Na? Das kam später. Das kam 10 Jahre später, habe ich die Erklärung dafür, was ich vor 10 Jahren angefangen habe in der Arbeit. Ja? Wir sind mit ganz wenig Leuten unterwegs. Also der Produzent gibt es noch, der noch eher außerhalb der Gemeinde noch Aufnahmen macht. Und eine andere, die zuarbeiten, die auch manchmal ein bisschen Geld und ein bisschen Technik mit spendieren. Aber es ist so ganz kleiner Flamme. Einfach nur mit Leuten, die einfach nur gehorsam sind und machen. So. Wir könnten viel mehr machen, wenn wir mehr Leute wären. Wir könnten sicherlich auch ein große Räumlichkeiten haben und einen großen Mitarbeiterstab und die ganzen Funktionen, die man in der großen Gemeinde hat, könnte man alles haben. Aber jeder hat eben so seine Vorstellung, wo er tätig sein muss. Manche lassen sich in Gemeinden einfach nur verheizen. Dann wachsen die überhaupt nicht. Ich sehe manche Leute, die ich vor 10 Jahren in der Gemeinde noch kannte, die machen immer noch das Gleiche und sind immer noch auf dem alten Stand, weil sie eben nie loslaufen. Und weil sie die geistigen Eindrücke, die sie auch mal hatten, weil ich habe ja das gleiche Seminar besucht, eben nie aufgenommen haben. Na, dann geht es nicht. Dann wächst du nicht weiter. Dann wird dir das, was du hast, noch weggenommen. Das ist der Punkt. Das ist die Message. Und wahrscheinlich schon der Grund, weshalb ich das ja machen soll. So, was haben wir noch zu überlegen? Wichtig ist, man muss alles, das, was in anderen angetragen wird, an geistigen Eindrücken, rational hinterfragen. Aber wenn man sieht, dass die Schritte, die man gehen könnte, erstmal gegangen werden können, ohne dass man größeren Unfug anstellt, ist es eine gute Idee, das erstmal zu machen. So, das ist die Zwischenmessage vom Teil 2. Und ich habe habe ich ja gedacht, muss da ein Video dann auch ein Startbild geben. Da habe ich gesagt, machst du Teil 1, dann wird sowieso dann erreichen, die halbe Stunde und noch ein Teil 2. Und da kam so der geistliche an, nee, du machst das in 3 Teilen und dann schließt du das Thema ab. 3 Teile gemacht. Ich wüsste noch nicht, was ich in dem dritten Teil erzählen soll, aber das Paket, was ich rüberbringen soll, das wird dann schon kommen, wenn es soweit ist. Da bin ich einfach mal gehorsam und lasse das mal auf mich wirken. So, und ich hoffe mal, dass ihr das versteht und dass es so ankommt, wie ihr euch selber in Bewegung setzen könnt. Weil ihr habt keinen Chef. Ne? Ihr habt den geistlichen Eindruck, ihr habt die Situation, aus der ihr herkommt, und das müsst ihr zusammenbringen. Und das ist das Problem. Und es hilft auch Kinder dabei. Du siehst immer nur den nächsten Schritt. Also das, was du gesehen hast, wenn du mal den nachts einen Albtraum hattest, was auch immer, oder doch über so einen Tagtraum, dir wird vor dir was aufgebaut, du siehst, wie das zusammenhört, aber du siehst manchmal auch erst mal das erste Stück. Und dann musst du erstmal die Schritte gehen, die du kriegst. Du kannst kein Medienimperium aufbauen, wenn das nicht hast. Du kannst du erstmal nur dich mit der Sache befassen, die du an einem Tag erledigen kannst. Das kann sein, eine Domäne anmelden, das kann sein, dass du dich vielleicht erstmal in den Kamerakurs reinsetzen musst, das kann sein, dass du dich erstmal gut mit den grundlegenden Arbeiten
deines Computers befassen musst, dass du den erstmal richtig bedienen kannst und so weiter. Ganz kleine Schritte, da ist nichts Großes dabei. Und da brauchst du auch nicht sagen, ich kann das nicht. Jeder hat in seinem Leben irgendeine Sache, die er kann. Und wo er sagen kann, also in meiner Heimat gibt es einen Mangel. Das und das ist eigentlich nicht in Ordnung. Und in diesen Schritt kann ich gehen, um diesen Mangel abzustellen. Es kann nur sein, dass du mal die geistliche Vision hast, einen Jugendclub zu machen, obwohl es überhaupt nichts Christliches ist. Aber wenn in diesem ganzen Drecksdorf nur Assischippen sind, dann ist es vielleicht deine Aufgabe, das zu machen. Dann sollst du vielleicht mal einen ganz normalen Jugendclub machen, wo die Jugendlichen sich, ohne sich voll zu kiffen und ohne sich zu besaufen, einfach mal treffen können, sich ein bisschen tanzen und ganz normal Jugendclub, wie wir es vorher haben. Total Mangel. Ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll. Hier in der ganzen Chemnitz. Ja, da gibt es nicht eine einzige sinnvolle Freizeitbeschäftigung. Ich nehme jetzt mal Sachs aus. Ja. Und die nächste Möglichkeit ist vielleicht Branngut-Hartmannsdorf, aber dann hört sich schon. Warum hat zum Beispiel Chemnitz kein Spaßbad? Verstehe ich nicht. Jedes Kuhdorf ringsrum, die haben alle irgendwie Marienberg, was gibt es noch? Bad Lausick, Ehrenfriedersdorf, die haben alle schönes Wort. Warum hat Chemnitz gehen? Warum muss ich denn hier 50 Kilometer fahren, um eine Freizeitaktivität wahrzunehmen? Es ist alles runtergefahren. So, seitdem die SPD in diesem Altersdomizil, was anders ist es nicht, weil Chemnitz nun mal die Altershauptstadt ist von ganz Deutschland, weil die ganzen Jugendlichen ja alle weggezogen sind. Was soll ich denn in diesem Dreckloch noch machen? Im Prinzip könnte ich meine Sachen backen und weglaufen. Aber ich habe nun mal die Aufgabe. Und deswegen bin ich noch hier. Und mich kriegt doch keiner weg, bis dieser Drecksladen umgetreten worden ist. Dass wir wieder eine normale, gut funktionierende Stadt haben, wo alle gut leben können davon. Und wo dieser Klingel mit diesen drei Logen, die wir haben, endlich aufhört. Ich gehe nicht eher, bis diese Aufgabe erledigt ist und bis hier alle glücklich sind in dieser Stadt. Mache ich nicht. So. Und wenn es 10-mal in Mallorca schöner wäre, ne, ich könnte ja dort auch einen Job annehmen und könnte mir halt das über Touristik machen und ums Surfen gehen. Könnte ich machen, würde mir Spaß machen. Hab vielleicht noch den einen oder anderen, den ich anrufen könnte, das könnte ich sofort machen. Aber ich habe eben die Aufgabe und da gehe ich auch nicht weg, bis es erledigt ist. So, und in dem Sinne ist es nur zu verstehen, wenn man einen geistigen Eindruck hat, dass man eine gewisse Sache zu erledigen hat, weil sie getan werden muss. Muss man einfach gehorsam sein. Und dann muss man das schöne Leben, was es mal auch haben könnte, einmal verschieben. Ja. Das ist das, was ich eben jedem sage, der sich in der Friedensarbeit oder im sozialen Dienst bewegen will. Es ist ein schwerer Anfang, aber ich würde trotzdem sagen, aus der heutigen Sicht, jede andere Entscheidung, die ich hätte früher treffen können, hätte nicht dazu geführt, dass ich sagen kann, ich habe bis jetzt alles richtig gemacht. Das ist das, was ich euch mitgeben will, die das Video sehen und die sich fragen, wie es hier weitergehen soll. Und die verzweifeln und die an der Blödheit der Politiker fast freidrehen, weil sobald die auch das Wort Merkel nur hören, anfangen vom Leder zu ziehen. Du kannst die Situation jetzt nicht ändern. Du kannst nur in deinem eigenen familiären Umfang dir eine Situation schaffen, wo du klar denken und arbeiten kannst. Und es kann sein, dass du dein Fenster einfach mal zum Fenster rausschmeißen musst, damit du in deinem Heim die Energie aufsammeln kannst, die du für deine Arbeit brauchst. So. Und das ist einfach, ich sage ja nicht, dass der Fernseher schlecht ist, aber 90% der Sender sind einfach nur Dreck. Ja. Ich klammer jetzt mal D-Max und Discovery Channel klammer ich mal aus. Und vielleicht noch ein bisschen ein oder anderes Musikfernsehen. Aber den Rest kannst du da komplett in die Tonne klappen. Ja. Und das ist eben das. Und wenn man seine Aufgabe hat, man braucht auch Ruhe. Ne? Man muss sich in den einen Tag Ruhe gönnen. Das gehört auch dazu. Man darf sich nicht selber verbrennen und nicht selber antreiben. Und dass man in der Wahnvorstellung irgendeinen Dienst macht, das ist totaler Quatsch. Man hat eine Aufgabe, die ist leicht zu schaffen. Man muss bloß dranbleiben. Und man muss es immer wieder sich sagen, das hättest du nicht erreicht, wenn du wärst nicht den ersten, zweiten, dritten Schritt gegangen. So, gut. Dann machen wir dann den dritten Teil noch und dann gucken wir mal, was da noch kommt.